Finals von Doubles in der Pause. Ja. Wir haben hier das Matchup von Niceface und SDN, die geseedet waren, Seed Nummer 1, sollten das Doubles-Turnier gewinnen, gegen Therion und Belcampo, die tatsächlich Ian und Dafunge geupsettet haben und deshalb jetzt auch im Winners Finals chillen. Währenddessen Losers Bracket wird noch ein bisschen dauern, deshalb ich denke mal, das wird das einzige Doubles-Set sein, das wir on-stream zeigen, weil Losers ist sehr behind, dadurch, dass es mit Singles so ein bisschen klar parallel läuft und Singles eine Priorität hat. So. Ja, genau. Wir sind übrigens Cobra und Sebi hier. Mhm. Also das Norden Bremen Commentary oder wo kommst du genau her? Verden, so ein kleiner Zwischenort in Bremen, zwischen Bremen und Hannover. Aber ich bin geborener Bremer, habe 16 von 18 Jahren da gelebt, also ich bin Bremer. Ach so, okay. Genau. Ja, wir sehen hier jetzt erstmal, wie gesagt, das Winners Finals. Im Moment sieht's auch gar nicht so schlecht aus für Therion und Belcampo. Mhm. Belcampo, auf jeden Fall, wir kennen ihn hier im Norden, sehr solider Spieler. Therion, auch sehr solide, aber was er noch auf dem Kerbholz hat, er spielt sehr viel Doubles. Also er hat ein sehr gutes Gefühl dafür, was man machen kann in Doubles und wie. Und ist ein sehr geübter Spieler, von daher, wenn man irgendwelche Kombos sieht oder so, dann muss man sich nicht wundern. Ich glaube, beides ist auch ein sehr schöner Charakter mit der ganzen Range und der Upi, die eventuell setupen kann für anderes und die Dash-Attack, die erstaunlich stark ist für die Frame-Data, dass du super schnell Follow-upen kannst, auch was dein Partner macht. Ich glaube, beides in Kombination mit Therion, der viel Double spielt, ist hier eine unfassbar starke Kombo. Und man sieht es auch daran, wie das Game gerade läuft. SDN auf Last Hit, Niceface könnte auch schon an einem Edgeguard sterben. Therion genauso fast tot, aber Belcampo hat eigentlich noch genug Prozente, dass selbst wenn jetzt Therion sich für SDN traden sollte oder Niceface stirbt einfach an der Abwehr. 200% auf SDN drauf. Die meisten Flows sollten jetzt sogar schon killen. Und approached sogar. Was eigentlich? Wow. Jo, der Update! Guck mal, und das meine ich, dass Therion sich für SDN traden könnte und Belcampo sollte es trotzdem rausholen. Ich habe jetzt nicht mitberechnet, dass Niceface random an der Abwehr stirbt, aber läuft auf selbe hinaus und damit gewinnen Therion und Belcampo Game 1. Das ist ja verrückt gewesen. Es sah so witzig aus. Er hat 200% und er geht einfach rein und abzählt den Tomahawk. Er kennt er gar nicht. Ja, ja, fast noch das Ding geholt hier von SDN, aber Belcampo zieht das noch und damit steht es 1-0. Wir haben Best of 3 auch im Das wollte ich tatsächlich gerade nachfragen, ob auch Winners Finals Best of 3 ist. Ja, genau, also Zeit. Genau, Zeit. Also man denkt immer, 8 Stunden sind viel, aber nicht so viel tatsächlich. Nee. Vor allem, wenn du Doubles, Ladder, Singles, Singles, Full Best of 5, was großartig ist. Ich hatte zu viele Game 5s, actually. Können wir Best of 3 machen für Top 8? Was meinst du? Ich hab gesagt, und dann Singles sind auch noch Full Best of 5, was eigentlich sehr schön ist und das braucht halt viel Zeit. Und dann war ich so, ja, ich hatte viel zu viele Game 5s, heute können wir Best of 3 machen. Ja, aber mit irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass Sonic-Spieler, oh mein Gott. Das war krank. Einmal der Belcampo grappelt für fucking Byleth down Smash. Geht das direkt weiter. Ah, da, guck mal, diese Awareness sind so Sachen, daran erkennst du einen guten Double-Spieler. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Leute, die einfach nur so for fun Double spielen, würden niemals darauf kommen. Und vor allem, dass Therion dann auch noch das Spacing hat, mit so einer riesen Axt trotzdem Belcampo nicht zu treffen. Tot? Aber nein. Ja. Also, das ist auch immer wieder ganz cool zu sehen bei Smash-Events, dass zwei Top-Spieler sich miteinander verbünden und miteinander spielen und da auf der anderen Seite dann einfach zwei Brüder oder Geschwister oder irgendwie sowas und das ist dann immer unfassbar zu sehen, dass die dann auf einmal mithalten können, dadurch, dass die einfach gut auf sich eingestimmt sind. Wichtiges Mix-Up, was nicht vielen auffallen wird. Eben gerade hat Belcampo den grünen Inkling-Skin gespielt, um dem Team grün zu matchen und jetzt hat er gewonnen und geht trotzdem zurück zu seinem alten blauen Skin, der er eigentlich fast immer spielt. Ich war schon im Überlegen, es in Game 1 anzumerken, dass er nicht den normalen Skin spielt, aber jetzt ist er für Game 2 wieder zurückgewechselt. Und Skins, Leute glauben es nicht, aber das macht wirklich für manche Spieler einen großen Unterschied, wie die spielen damit. Auf jeden Fall, ja. Ja, entweder halt, dass man eben seinen normalen Skin spielt, also den, mit dem man normalerweise spielt, oder halt, dass man auch vielleicht rumtricksen kann, weil zum Beispiel Belcampo, er könnte natürlich seinen Gegner inken und damit vielleicht seinen Partner distracten, wenn er den Grünen spielt. Ja. Dass man dann auf einmal drei Grüne hat, aber naja, so viel zur Theorie. Soweit habe ich auf keinen Fall gedacht, das stimmt. Aber dann hätte er, glaube ich, den Dunkelblauen gespielt, wenn er das so wollte. Ja. So, und jetzt eigentlich wieder ein relativ easy Game.
zwei beide Teams. Oh! Kein Even Gain. Nice Face, einfach von einem Byleth-Up-B-Spike gestorben. Aber nimmt sich den Stock von SDN. Heißt, SDN ist jetzt komplett Last Hit. Könnte bald schon vorbei sein. Inkling Backflow wird es tun, aber SDN findet die Abwehr. Oh, aber das meine ich mit Byleth. Diese Dash Attack ist viel zu stark dafür, wie schnell sie ist. Einer der wenigen wirklich stark. Spielen sehr gut zusammen. Mhm. Einer der wirklich krass guten Moves, die Byleth hat, zusammen so mit Nair, I guess Back Air. Ja, Byleth ist auch ein sehr cooler Charakter, also. Ja. Ist fun, auf jeden Fall. Ein DLC, bei dem man sich auch nicht allzu sehr aufregen kann. Auf jeden Fall. Das Nice Face für den Upsmash nicht gepunished wurde, holt mich so ab. Aber jetzt Nice Face wieder in der zwischen den beiden. Oh. Wollte auf den Upthrow abwehren, okay. Aber Nice Face schnell genug rausgemasht und die Abwehr überlebt er gerade so noch, aber. Was willst du machen? Willst du Therions Aerials ausweichen? Steht da unten Belcampo, hat den Pinsel bereit und BATS! Und das ist 2-0 für Belcampo Therion. Ja, und das damit gehen die in Winner's Side Grand Finals. Und SDN, Niceface warten in Losers Finals.